Ein wohlhabendes Leben ist viel näher an dich dran, meine wunderbare Seele, mein zauberhafter Widder, als gedacht. Ich lade dich ein zu dieser ausführlichen, perfekten Dekodierung von deiner finanziellen Befreiung. Viel Freude beim Anschauen. Hallo meine wunderbaren Widder und herzlich willkommen. Wie du schon siehst, stehen die Karten auf dem Tisch. Ich habe mich bereits vorbereitet und würde gerne mit dir diese Dekodierung von deinem Typus aufzeigen. Wir sprechen heute über das Thema Geld. Ich freue mich sehr, dass du heute vorbeischaust und wenn du Bock darauf hast, lass uns gleich beginnen. Wenn du neu auf meinem Channel bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Ich bin das Orakel für das Unterbewusste, Bewusste und Überbewusste. Ich arbeite gerne dreiflächig, ganzheitlich und verinnerliche in meiner Arbeit nicht nur die mentale und emotionale Dekodierung, die du hier und heute mit Karten siehst, sondern ich trainiere auch gerne physisch mit dir, mit meinen Kunden und selber auch gerne mein Leben lang. So findest du auf meinem Channel nicht nur Kartenlegungen, sondern auch Fitnessübungen, die dir dabei helfen, freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und bevor ich mit der Dekodierung deiner Person und vielleicht auch deiner aktuellen finanziellen Situation beginne, möchte ich drei Dinge erwähnen. Wenn du eines unserer 3D-harmonischen mineralen Audios bestellt hast, dann heiße ich dich herzlich willkommen in unserem Club und danke dir vom Herzen und möchte dich daran erinnern, dass du mit diesem Audio bitte täglich arbeitest. Wir gehen dagegen die Jahre von Programmierung. Bedeutet, dass die Reprogrammierung schon einige Zeit brauchen wird und damit das angenehm sich anfühlt, nutze bitte unsere Audios. Zweitens, wenn du unsere Newsletter abonniert hast, dann hast du von uns Februar-Newsletter bekommen. Bitte prüfe dazu auch dein Spam-Postfach, denn manchmal gelangen die E-Mails auch dort. Und drittens, wenn du jetzt mit jetzt verstehe ich kommentierst, dann bekommst du von mir eine Erkenntnis for free. Ich schätze sehr deine Zeit und möchte gerne, dass du heute mit mindestens einer Erkenntnis zu deiner persönlichen Situation rausgehst. Wie die anderen es bereits gemacht haben, siehst du in vergangenen Videos, also kannst du dir gerne eine Inspiration holen. Nun gut, meine Lieben, ich würde dann nun gerne mit der Aufklärung loslegen. Bitte mach dich auf eine intensive, aber gleichzeitig auch unterhaltsame Auseinandersetzung mit deinen persönlichen Themen bereit. Wenn du gerne was zum Schreiben dazu legen möchtest, sehr gerne hol dir auch ein Glas Wasser und erlaub mir auch jetzt nochmal extra zusätzlich mich mit deinen Energien zu verbinden. Dafür bitte like dieses Video und kommentiere gerne mit jetzt verstehe ich. Denn damit erlaubst du mir, mich mit deinem Informations- und Energiefeld zu verbinden. Damit erlaubst du dir selbst, mich mit meinen Botschaften zu verbinden, denn du wirst sehen, dass manche Botschaften sofort in Einklang mit dir gehen, manche geraten an gewissen Widerspruch, was auch sehr gut ist und manche bleiben vielleicht erst so auf der Eisoberfläche liegen, bis sie dann später nachschmelzen, nachkommen. Ich bin mit allen möglichen Auseinandersetzungen zufrieden. Ich freue mich, wenn du heute was verstehst. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Nun lass uns beginnen. Wenn du meine Arbeit schon länger kennst, dann weißt du, dass ich weniger Karten lege. Ich rede dafür viel, weil ich zusätzlich zu den Bildern andere Art von Informationen wahrnehme, die Codes. Und ich arbeite gerne mit der Struktur 1, 2, 3, frei. Dafür stehen heute auch diese vier Karten. Dazu möchte ich auch noch erwähnen, wenn du kannst selber Widder sein, du kannst Widder im Aszendent sein, vielleicht hat dich die Überschrift angezogen, vielleicht ist Widder dein Gegenüber und du wirst heute einiges über dein Geldverhalten dank dieser Person auch besser verstehen. Also, 1, 2, 3, frei. Mit vier Karten, generell mit einer Zahl 4, assoziieren viele auch gewissen Zyklusablauf. Das heißt, wir haben Zyklusbeginn, Mitte des Zykluses, gewisses Ende und auch gewisse Nullierung, den Auslauf.
Und so hast du womöglich auch bei dir selbst solche Art von Zyklen oder so einen Zyklus mal festgestellt, auch finanziell gesehen, wo du am Anfang in eine Situation gefangen warst, in der du finanziell abhängig warst und dennoch konntest du nicht weg. Das kann ein Business-Verhältnis gewesen sein, vielleicht warst du in einem Unternehmen angestellt und dort hat es dir gar nicht gefallen und eigentlich haben das alle auch anderen auch wahrgenommen, aber du konntest da nicht weg. Oder vielleicht war es eine Beziehung, in der du gefangen warst und es gab eine Person aus deinem engeren Kreis oder jemand, der älter oder dir übergeordnete war. Zum Beispiel deine Eltern haben dir dabei auch zugeschaut. Also Fakt ist, so oder so war es eine Situation der Abhängigkeit, ja, oder dieser Zyklus beginnt mit einer Unzufriedenheit, dann gerätst du in den Schritt der Selbstständigkeit, ja, zum Beispiel nach so einem Anstellungsverhältnis, hast du dich dann in die Selbstständigkeit befreit. Da beginnen viele Jugendliche zum Beispiel da auch zu arbeiten, ja, sie treten aus dem Elternhaushalt raus. Oder nach der Anstellung fängst du an, endlich dein eigenes Geld zu verdienen und das schmeckt und das fühlt sich wie so gut wie noch nie besonders an und auf einmal fängst du an, in dich zu investieren. Ja, das ist so eine Blütezeit, wo es sich gut anfühlt, Geld zu verdienen, auch wenn es 50 Euro sind oder 150 Euro sind, insbesondere wenn es zum Beispiel ein bares Einkommen ist oder du bekommst das sofort, weil der Kunde sofort bezahlt, das fühlt sich im Moment richtig gut an. Ja? Das fühlt sich richtig gut an, du investierst dich in dich selbst, du siehst ganz anders aus, du blühst auf. Und dann kommt eine Phase der Eigeninspiration und die Selbstständigen unter euch, die schon mehr als nur 2 Jahre arbeiten oder generell nur 1 Jahr ist auch schon ausreichend, also wenn du auch vielleicht im 3. Jahr der Selbstständigkeit bist, dann weißt du auch, dass die Themen, die einem sehr, sehr gut gefallen, die Themen, bei denen man aufgeht, ja, dein Herzangelegenheit, die kann manchmal auch anstrengend sein. 7 Tage der Woche muss man aufstehen, muss man auf der Matte stehen, muss man selbst und ständig sein, ja, und da kann man gar nicht mehr wegrennen. Das heißt, das ist so ein gewisses, nach dem Tief kommt ein Auf und dann kommt so die Realität, in der man alles wirklich selber machen muss. Auch wenn es Rechnungen schreiben ist, dann musst du die Rechnung schreiben. Ja? Selbst wenn es gut sich fühlen heißt, ja? Dass man sich auf die Kunden freut, wenn der Kunde wegspringt, dass man trotzdem weitermacht. Man treibt quasi seinen eigenen Zug selber an. Und da stehen manchmal... Und bis dahin möchte ich erstmal fragen, hast du dich in einer der Phasen wiedergefunden? Vielleicht hast du alle 3 Schritte auch schon mal erlebt gehabt? Ja, vielleicht bist du gerade auch irgendwo hier, weil was passiert jetzt? Wir haben Zyklusbeginn, wir haben Zyklusmitte und gewisses Ende. Hier kommt die Freiheit. Das ist dort, wo die meisten wieder rein wollen. Ja, nach diesem, weil es ist ein gewisses, das Boot, ach, ja, die kritische 3, das kritische 3. Jahr. Und das ist die Karte der Freiheit. 1, 2, 3, frei. Schau mal, das ist quasi deine finanzielle Freiheit. Im Schlaf Geld verdienen. Weil nach dieser Phase, in der du erkannt hast, auch bei deiner Lieblingstätigkeit musst du dich selbst motivieren. Auch bei deinem Lieblingshobby, auch bei deinem Lieblingslifestyle musst du dich trotzdem selbst motivieren. Was bleibt einem übrig, wenn du nicht auf die 2 und wenn du nicht auf die 1 zurückgehen möchtest? Naja, man möchte in die Freiheit, man möchte in das passive Einkommen zum Beispiel. Ja? Für manche könnte diese höhere Timeline, diese Freiheit, aber auch zum Beispiel eine gewisse Anhebung der Karte 1 bedeuten, dass man sich zum Beispiel im Unternehmen anstellen lässt, indem man sich mit allen Ideologien, Philosophien gut fühlt, ja, dass es sich nicht wie so eine Ausraubung anfühlt, dass man sich wie so ein Sklave sich da abrackert, sondern hier schläft man und etwas überwacht dich, das heißt, diese Person, sei es jetzt dein eigener Chef, ja, oder dieses Unternehmen generell als Philosophie, so diese Kommune oder diese Gesellschaft, die wacht über ihre Mitarbeiter, ja, dass Schlaf auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig hier ist, ja, das möchte ich auch mal
auch mit erwähnen, weil darauf kommt es an, darüber werden wir auch noch viel sprechen, beziehungsweise das ist das, was ich bei der Vorbereitung auch sehr oft wiederholt habe, als ich die Karten gesehen habe. Hier geht es um die eigene Zeiteinteilung. Deine persönliche Freiheit, wenn du so möchtest, wenn du mir erlaubst, dir diese Darstellung vorzustellen, ist irgendwo in der persönlichen Selbstanteilung, wann und wie viel du schläfst. Wenn es ein Nickerchen ist, dann schläfst du zum Beispiel. Ja? Wenn es 9 Stunden sind, bei denen du am Stück schlafen möchtest, dass es möglich ist, dass du dadurch nicht in die Schwulitäten gerätst, weil du wieder arbeiten musst, ja? Weil du vielleicht hier zu sehr stecken geblieben bist, weil du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, weil dich dieser Lifestyle, wo du vielleicht alles selber einschätzt, wo du alles selber entscheidest, auch manchmal fressen kann. Ja, weil man dann in so einem ewigen Urlaub sich befindet und so ein bisschen vielleicht die Realität, den Boden unter den Füßen verliert. Das heißt, wo du hinstrebst, ich vermute, du würdest mir zustimmen, ist ein sicherer, entspannter Schlaf, dass du von mir aus auch nochmal 9 Stunden am Tag schläfst, ja, dass du dir von mir aus auch 9 Tage Auszeit nimmst, dass dein Business nicht runtergeht. Ja, dass du quasi etwas erschaffst, ein höheres Selbst. Es könnte ein Account sein, der dann von anderen angeschaut wird, wenn du schläfst, der quasi für dich arbeitet. Wie kommen wir dahin? Ja, das ist quasi so ein Zyklus, das 1, 2, 3, frei. Vielleicht magst du dir das auch so aufschreiben. 1, 2, 3, frei, das sind deine Karten. Wie kommen wir dahin? Nun ja, lass uns ganz kurz eine karmische Familienaufstellung kurz machen. Das bist du, das heißt, das bist du, das sind deine Eltern, Großeltern und das ist das karmische Dreieck. Hier bist du nicht glücklich in deinem Geld. Einkommen. Das kann auch sein, dass du von den Eltern nach wie vor abhängst, dass die Eltern dich bezahlen oder etwas oder jemand dich bezahlt, der Mitleid mit dir hat. Das kann Ex-Partner sein, das kann andere Mensch sein, Oma, Großeltern, also jemand, der quasi Mitleid mit dir empfindet, ja, und irgendwo noch eine gewisse Kontrolle, diese Abhängigkeit mitmacht. Ja. Schau da bitte, wer das in deinem Umfeld sein könnte. Deine Elterngeneration hatte gerade so Geld gehabt, beziehungsweise gerade so für dich. Ich sage nicht jetzt, aber zu der Zeit, als du selber so alt warst, beziehungsweise als du noch jung warst. Ja, das ist quasi irgend so ein Muster. Das kann sogar sein, dass sie Millionäre sind, deine Eltern, aber trotzdem von ihren Denke, ja, nutzen sie das Geld für sich. Und deswegen kann das sein, dass du quasi dich ein bisschen ausgeschlossen fühlst, weil du vielleicht auch so aufgewachsen bist, dass es vielleicht damals das Geld knapp war und du nicht so viel abbekommen hast, wie du gerne hättest. Oder die Eltern haben das Geld so eingeteilt, dass sie quasi das Geld in sich investiert haben und die Kinder haben, für die Kinder haben die zum Beispiel nur das Nötigste gekauft und die Kinder mussten aber für alles Weitere selber arbeiten. Ja, oder so gewisse finanzielle Abhängigkeit ist quasi hier. Ne? Vielleicht auch leichte narzisstische Eltern können wir auch hier sehen, aber das ist ein anderes Thema. Großelterngeneration ist, ich mache alles selbst, ich arbeite jeden Tag. Das kann ein Bauernhof gewesen sein, das kann generell physische Arbeit sein. Selbst wenn es eine Millionärenfamilie ist, ist es trotzdem eine Arbeitskultur, in der man jeden Tag arbeitet. Man ist jeden Tag vielleicht auch in der Uniform. Ja, also schau da in die Berufe, das können Berufe sein bei den Großeltern, wo eine ständige Präsenz erforderlich war. Ja? Und deswegen, wenn du hier in so einer Abhängigkeit bist, hier haben wir jemanden, der eigentlich gut aufgewachsen ist und das ist die Generation deiner Eltern. Ja? Die Großelterngeneration hatte zwar auch schwer gehabt, aber trotzdem schafft, sehen wir hier eine kraftvolle Person. Das heißt, wenn ich hier diese 3 Generationen sehe, stehst du hier am schwächsten aus. Ja? Und da möchte ich dich auch ein bisschen befreien, weil wir werden auch gleich in die Chakren hineinblicken, weil ehrlich gesagt, ich glaube, du darfst loslassen, du darfst deine Opferrolle, wenn du möchtest, auflösen, wenn du hier in die Freiheit gehen willst.
Ja, weil so oder so tankst du von deren Erfahrungen. Ja, und wenn du sagst, ich will finanziell nicht davon abhängen, entweder cuttest du komplett die finanziellen Flüsse und mit deiner Entscheidung musst du leben, oder du sagst, ich will die finanziellen Flüsse nicht cutten, aber du fängst damit an, das umzugehen, dass du vielleicht emotional davon loslässt und trotzdem noch das Geld beziehst. Das könnte eine Version sein. Ja? Aber so oder so, ich hoffe, das ist jetzt mehr sichtbar, das ist Generation 1, 2, 3. Du, deine Eltern, deine Großeltern. Okay? Also, deinen Eltern geht es gut. Es war ihre Entscheidung. Die sind gut aufgewachsen, die sind natürlich aufgewachsen. Die hatten genug. Ja? Die Großelterngeneration hatte vielleicht von mir aus sogar weniger als seine Großeltern, aber die waren noch mehr frei. Die waren noch mehr natürlicher. Ja? Hier ist eine physischer Ausgleich. Die hatten viel gearbeitet physisch und das war deren Freiheit. Ja, das war deren Freiheit der Großeltern, die physische Betätigung. Weil jetzt in der Generation, in der du bist, ist dieses Mangeldenken und Abhängigkeit von den Großeltern ist quasi da, aber auch gleichzeitig nicht. Ja, die Tür ist da, man könnte rausgehen und trotzdem machst du es nicht, weil du noch angeblich von dieser Person abhängst. Wem machst du hier noch eine Zufriedenheit, dass du so da sitzt? Ja, für wen musst du es schauspielern? Denn von 3 der Schwerte, 9 der Schwerte wäre der Ausgang. Befreie dich finanziell von dieser Rolle. Das heißt, wenn du ideologisch einfach opferrollentechnisch daraus kommen möchtest, dann musst du anfangen, anders zu denken. Die Veränderung fängt im Inneren an. Wie wir hier sehen, die Tür ist hinter der Person. Die könnte eigentlich rausgehen, aber sie macht das nicht. Genauso machst du es auch. Ja? Alles ist innerlich, in Gedanken. Wir haben 2-mal in dieser Legung Schwertenergie. Und hier sagt die Künstlerin sogar Stimmen. Das sind 3 der Stimmen. 3 der Stimmen. Vielleicht ist es die innere Familie, die du dir anhören sollst. Bei uns im Shop findest du die innere Familie. Und die innere Familie hilft dir auf jeden Fall die Verbindung zu deinen Eltern. Das ist quasi du, Mama, Papa. Auf jeden Fall diese Konstellation nochmal zu heilen, indem du die Mama auf ihre Position stellst, dass sie gut aufgewachsen ist, ja, dass sie reich aufgewachsen ist, indem du dem Papa seine Rolle zurückgibst als Ernährer, ja, indem du quasi die Vergangenheit umschreibst. Man kann die Vergangenheit umschreiben, indem man anfängt, anders auf die Dinge zu blicken, anders auf sein ganzes Leben zu blicken, ja. Dafür musst du hier in die Ruhe kommen. Dafür musst du anfangen, mehr zu schlafen. Dafür musst du wirklich dich um deine physische Entspannung kümmern, ja. Physische Entspannung kümmern, aber nicht so, dass du dich quasi zurückziehst und nicht tust, weil du Depressionen hast. Nein, hier gehst du in den Urlaub, ja, hier erlaubst du dir, ein großes Bett zu kaufen, hier erlaubst du dir, eine gute Bettwäsche zu kaufen, dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer so zu gestalten, so reich zu gestalten, dass du dich wohlfühlst, ja, mit Gold zu schmücken, mit Perlen zu schmücken, wirklich komplett in dein Sein zu investieren. Also nochmal deine Karma-Auflösung, finanziell gesehen, sehe ich nochmal, indem du nochmal die Generationen nochmal anschaust und die jegliche Herausforderung auch siehst. Ja, deine Herausforderung ist quasi unsichtbar. Deine Rolle war bis jetzt, diese Opferrolle zu spielen. Ja, dass du quasi unter Aufsicht aufwächst, unter Aufsicht von denjenigen, die es eigentlich gut hatten. Auch wenn sie vielleicht ihr Leben lang das Gegenteil behauptet haben. Deine Aufgabe ist, daraus zu kommen und deine eigene Realität zu erschaffen. Wieder, das ist deine Aufgabe. Chakren. Nochmal hier, 3 der Schwerter. Mentale Abhängigkeit, wie über das Geld zu denken ist. Deswegen, wenn du nochmal an deiner
Physiologie arbeitest, stabile Fußgang, Erdung, Barfußlaufen, in die Natur rausgehen, wird dir auf jeden Fall zusätzlich nochmal, nicht ausschließlich, aber zusätzlich nochmal helfen, die finanziellen Themen zu heilen. Vielleicht magst du dir auch Menschen anziehen, die ähnliches Kaliber sind wie zum Beispiel deine Eltern, aber die anders mit dem Geld umgehen, um nochmal diese Wurzelverbindung zu heilen. Ja? Nochmal andere Familien dir anzuschauen, wo es vielleicht anders abgelaufen ist, um nochmal dir nochmal so eine Inspiration zu holen. Also wurzeltechnisch ist auf jeden Fall, dass die Mangelhaftigkeit an Geld hat dich geerdet. Das ist der Pluspunkt. Der Minuspunkt der Geschichte war, dass es dich abhängig gemacht hat an dieses mangelhafte Denken. Ja? Du kannst dich überall zu Hause wohlfühlen, ohne dich klein zu machen. Ja, merke dir das nochmal. Du kannst dich überall zu Hause wohlfühlen. Du kannst dich überall reich fühlen. Es gibt reiche Erde überall, wo du dich niederlassen kannst. Du musst dich nicht örtlich dort abhängig machen lassen, wo du gerade bist. Ja? Dafür musst du dein höheres Selbst stärken, damit es dich von überall auf der Erde zu Hause wohlfühlen lässt. Sakralchakra. Das Geld nutzt du als Schmuck. Das Geld nutzt du als Anschubs. Das Geld ist für dich Aas der Münzen. Aas ist quasi irgendwo der Anfang. Der Aas ist, du nutzt das zum Reingehen sozusagen. Ja? Du würdest um gut auszusehen, würdest du nicht immer mega Geld investieren, aber zum Beispiel um ins Fitnessstudio zu gehen, würdest du dir erstmal gute Klamotten kaufen, um sich dabei wohlzufühlen. Und dann würdest du dir vielleicht für 3 Jahre keine Klamotten mehr kaufen, weil du weißt, damals habe ich das Geld investiert, also möchte ich, dass das Geld jetzt für mich arbeitet. Ja, also wenn du etwas beginnst, nutzt du das Geld, um dich dabei wohlzufühlen. Ja, das heißt, wenn du gerade ausbrechen möchtest, ja, wenn du wenn du auch von mir aus auch jeden Tag was Kleines machen möchtest, dann mach es so, dass du dich wohl dabei fühlst, dass die damaligen Entscheidungen, dass die damaligen Investitionen, die du damals getroffen hast, für all das Physische, was du um dich drum herum hast, dass es sich jetzt auszahlt, weil sonst investierst du. Ja, und investierst, und wenn du das nicht anwendest, ja, wenn du das nicht zu deiner Persönlichkeit lässt, durchgehen lässt, dass du sagst, ja, das gehört zu mir, ja, ich habe viel Geld oder ich kann mit Geld umgehen, aber ich mache was dafür täglich, weil das ist dein Solarplexus, wie du über das Geld nachdenkst. Das Geld ist für dich nicht wichtig. Deswegen kannst du zum Beispiel 50.000 Euro hier investieren, ja, wo manch andere würde sagen, krass, das ist so viel Geld, ich würde mir das nicht mal in 10 Monaten irgendwie erarbeiten. Und du sagst, ja, aber so ticke ich, weil ich weiß, danach möchte ich einfach nur Ruhe. Ja. Du investierst am Anfang, danach möchtest du nur Ruhe, weil das Geld benutzt du nicht, um dich zu schmücken. Du bist ein Typ Millionär, der nur sich schlicht anzieht, nur Classic, ja, so ein Star-Dasein. Du erschaffst dein Universum, du benutzt das Geld zum Antrieb, du benutzt das Geld, um etwas aufzubauen, aber du arbeitest für dein Geld. Ja? Du bist ein ehrlicher Millionär sozusagen, du arbeitest an deinem Geld. Und das ist deine ehrliche Persönlichkeit. Du bist finanziell ehrlich, du bist finanziell clean. Das heißt, das Geld fließt. Das Geld fließt, und das musst du dir dessen bewusst sein, weil das Geld ist Energie, und wenn du an deiner Energie täglich arbeitest, 7 Tage die Woche, dann fließt das Geld, und die schwerste Energie, also wie soll ich sagen, Gedanken und Emotionen sind ehrlich gesagt, glaube ich, schwerer zu bewegen als das Geld manchmal. Und wenn du an deiner Energie täglich arbeitest, wenn du an deinen Emotionen und Gedanken täglich arbeitest, insbesondere 7. Stäbe, Stabenergie ist
Feuerenergie ist eigentlich deine Energie, das sind die Hormone. Bedeutet, wenn du Sport machst, wenn du jetzt bitte anfängst, endlich mit dem Sport, täglich, kleine Einheiten, 10, 20 Minuten, das können von mir sogar 7 Minuten sein. Ich glaube, innere Familie, bitte bestell dir die innere Familie und arbeite damit jeden Tag. Geh damit spazieren, mache Kniebeugen, mache einfach Meditation, setz dich hin und mache nichts und höre einfach nur zu. Und wenn du das 7 Tage die Woche machst, wenn du das 14 Tage machst, 21 Tage machst, wirst du die Veränderung verspüren. Weil wenn dir die ganzen finanziellen Coachings nicht bringen, musst du was anderes tun. Deswegen bist du zu mir gekommen. Und ich hoffe, dass ich dir heute dabei helfe. So, im Herzen bist du größer als das Geld. Im Herzen sagst du, Geld, ach, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich irgend so eine kleine Perle hier, ja? Weil hier so siehst du dich. Im Herzen bist du groß. Um zu kreieren, benötigst du kein Geld. Dein höheres Selbst bist du und du bist dein höheres Selbst. Du bist groß, du bist inneres Kind. Du bist Kreation pur. Du kreierst aus dem Herzen. Ja, du kreierst aus dem Herzen. Bedeutet, wenn ich das alles so zusammenfasse, welches Thema haben wir hier finanziell bei dir wieder? Mentale Abhängigkeit, komme aus der Opferrolle raus. Ja, mentale Abhängigkeit, du machst hier jemandem einen Gefallen, dass du finanziell strugglest und bei dieser Person wächst du Emotionen, wie vielleicht bei keiner anderen und vielleicht diese Abhängigkeit ist das, wodurch diese Person weint. Schau, wer das sein könnte. Und wenn du nicht möchtest, dann befreie dich daraus. Warum ist es aber ein Problem? Weil hier von jemandem bemitleidet zu werden, ist dann am Ende jetzt nichts Schlimmes. Ja? Warum ist es ein Problem? Naja, du kommst aus dem Minus nicht raus. Es ist immer so ein Plus, Minus, Null. Das heißt, das reicht nur für den Schmuck. Dein Geld reicht nur für den Schmuck. Die Lösung hier wiederum wäre, wie ich schon gesagt habe, jeden Tag dafür was zu tun, dass du dich mental aus dieser Abhängigkeit löst. Mental und ideologisch. Das heißt, mentale, ideologische Lösung, die auch gleichzeitig mit Hormonen und mit Bewegung zu tun hat, täglich, wäre ein Training nach unserer Art, in dem du mit unseren Audios trainierst. Das ist quasi so, wie ich mich selbst heile. Deswegen erwähne ich das hier so mehrmals, weil ich weiß, dass es hilft. Das heißt, wenn du auch jeden Tag auf dein Konto schaust und sagst, es ist alles in Ordnung, ja, du schaust dir selber in die Augen und sagst, ich bin ein guter Mensch, ich mache alles richtig, ich bin in meinem Timing, ja, ich bin in meinem eigenen Timing, jeden Tag gebe ich mein Bestes, ja, dass du so anfängst, zu dir selbst zu sprechen, dann kann ich dir versprechen, dass 1, 2, 3 frei viel schneller eintreten wird als gedacht. Weil du sehen wirst, dass die Gedanken und Ängste, nochmal, nur Gedanken und Ängste sind, das sind alles Illusionen. Und am nächsten Tag sieht die Welt sowieso schon besser aus. Das heißt, wenn du so möchtest, musst du tatsächlich dich jeden Tag so erschöpfen, dass du dich auf dein Bett freust. Schau also indirekt, wie kannst du dir deinen Schlaf so einrichten, dass du dich göttlich fühlst. Vielleicht magst du nochmal an deinem Schlafzimmer arbeiten. Dass, wenn du schon das Letzte, was du siehst und das Erste am Tag, was du siehst, sollte pompös sein, sollte inspirieren, ja, sollte dich göttlich fühlen lassen, dass du einfach nur weißt, dass du es geschafft hast. Ja. Also arbeite an deiner inneren und an deiner äußeren Welt, dass du dich so göttlich fühlst, meine wunderbare Seele. Ich wünsche dir vom Herzen ein wohlhabendes Leben. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Bye, bye. Ich bin dieser Donner in meine Brust. Ich erschaffe meine eigene Realität. Ich bin dieser unaufhaltsame Kraft.